Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, es ist so viel passiert wieder. Wir haben jetzt in der letzten Folge irgendwelche Tests erhalten. So ganz verstanden habe ich es auch noch nicht, aber es hat damit zu tun, dass ich in der Stadt einige Dinge machen muss. Die Zwiebeln sind noch nicht fertig. Ich höre hier doch irgendwo was leuchten. Ich höre hier was leuchten, vor allen Dingen. Das ist eine tolle Aussage. Oder kommt das von dem... Das kommt von dem Feld, oder? Okay. Ja, keine Ahnung. Hab ich mich jetzt erschrocken? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich wollte eigentlich noch mein Zelt umräumen, aber ich würde sagen, das machen wir tatsächlich später. Ich habe jetzt im Moment so viele Quests hier und Quests offen. Lerne von der Vergangenheit. Kann ich nicht, weil ich muss erst noch die anderen Sachen machen. Erreiche Level 5 in jeder Sache. Ach, wahrscheinlich ist Angeln dann das Letzte, wo ich noch 5 erreichen muss. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ach genau, hier habe 500 Gold. Das mit dem Schreien können wir auch noch nicht machen. Verteile 5 Geschenke. Das müssen wir auf jeden Fall. Dann müssen wir hier erstmal was abmachen. Jetzt haben wir alle drei von ihr, oder wie? Das machen wir erstmal runter. So, dann verteile Geschenke. Das darf ich nämlich nicht vergessen. Das muss ich erstmal anpinnen. Sowieso ein bisschen blöd, dass der immer die anderen wegpinnt. Sobald was Neues kommt. Nutze eine Garderobe. Ich schätze mal einfach nur hier. Also nur nutzen, oder? Dann kann ich doch theoretisch auch die hier nochmal benutzen. Hat der jetzt aber nicht. Muss ich mich umziehen? Ich will mich ja nicht umziehen. Ich will ja nichts wechseln. Na gut, man kann sich das angucken, hat er gesagt. Nein, wo ist denn jetzt mein Pulli? Welchen Pulli hatte ich denn jetzt? Den da, ne? Das waren meine Sachen, oder? Tut sie aber trotzdem nichts. Doch, Moment. Das war er, ne? Da muss ich zum Shop zurückgehen. Ja, cool. Ach so, das wollte ich auch mal gucken. Aber hier sind gar keine Fische drin. Ne? Kann man denn hier angeln? Hier müsste man ja eigentlich angeln können. Ich möchte das jetzt einmal kurz ausprobieren. Also ich meine, angeln kann ich. Aber ob ein Fisch anbeißt, ist natürlich so die andere Sache. Ne? Aber normalerweise müsste ich das doch hier von meinem Grundstück aus machen können. Vielleicht aber auch nicht. Oh doch. Na, komm, komm, komm. Ich habe einen Stiefel gefangen. Juhu. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier immer Stiefel fangen. Ich möchte jetzt noch ein zweites Mal probieren. Komm. Also, wenn schon, denn schon. Aber es braucht wieder so lange. Es könnte wieder ein Stiefel werden. Na? Das sieht mir wieder nach einem Fisch aus. Wobei eben war der nicht so fischig. Ich weiß nicht. Eben sah der ein bisschen anders aus. Ein Glückskeu habe ich gefangen. Okay. Also brauchen wir gar nicht so weit zu laufen. Wir können hier auf jeden Fall auch angeln. Das ist cool. Jetzt gehen wir aber erstmal. Wie lange braucht der hier jetzt noch? Öffnen. 3 Minuten. Oh, dann würde ich 100 Gold kriegen. Ich muss unbedingt das Geld. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das jetzt auch bekomme, wenn ich unterwegs bin. Da stand mal irgendwo. Das weiß ich noch.
Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, ob da stand, dass ich das auch unterwegs erhalte oder ob da stand, dass ich das... Aber ich muss das unterwegs dann auch erhalten, oder? Wir machen jetzt hier nochmal ein paar Steine soweit. Was mich auch echt interessieren würde, ob wir eine Quest bekommen, dass wir endlich mal die Teile hier freimachen können, dass wir da in die Mine rein können. Weil mit viel Glück, ich meine, da kann man ja viel draus machen. Man kann dann verschiedene Ebenen machen und alles. Weil da muss man halt nicht immer durch die Stadt laufen und darauf angewiesen sein, dass man da irgendwas findet. Sondern kann die Sachen auch bei sich zu Hause holen. Das wäre natürlich viel cooler. Sehe ich denn, wenn Geld angekommen ist? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, letztes Mal hatte ich das, ich bin zurückgekommen ins Haus. Und da wurde mir das entweder angezeigt oder es wurde mir gut geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Also ich habe da nicht so wirklich drauf geachtet, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich will jetzt hier natürlich auch keine Grind-Folge machen, aber ich möchte die 3 Minuten mal kurz rumbringen. Mal hinten die 2 Hügel noch kurz. Ich habe übrigens... Boah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo habe ich was gelesen, dass man sich verschiedene Tiere... Ja, in Anführungszeichen züchten kann. Es gibt wohl einen Leuchtkäfer. Weiß ich nicht, Becken oder was das war. Dann kann man sich wohl ein Aquarium auch reinstellen, habe ich gelesen. Was waren das andere? Insekten. Irgendwas mit Insekten kann man sich holen. Na komm, das eine hier machen wir noch und dann gucken wir mal eben nach. 3 Minuten müssten jetzt eigentlich rum sein. Hoffe ich mal. So, bringen wir die Sachen hier nochmal schnell rein. Das ist das. Den Schuh können wir natürlich wieder verkaufen und die Coins können wir dann entsprechend auch verkaufen. Achso, das können wir rein tun. Da steht Abfall, aber da steht halt, dass über eine gewisse, dass über gewisse Einsatzzwecke verfügt. Wahrscheinlich können wir eine Biotonne oder sowas machen, ich weiß es nicht. Andererseits, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es erstmal verkaufen, weil normalerweise... Würde ich mal glatt behaupten, dass man Unkraut immer wieder bekommt, wenn man regelmäßig was anbaut. Oh, 0 Minuten. Ja, dann mach doch endlich mal. Leute. Ich gucke in der Zeit noch mal kurz nach den Zwiebeln, aber die sind immer noch nicht fertig, ne? Wie lange brauchen die Zwiebeln, bitte? Wollen die mich jetzt veräppeln? Ah! Jetzt? Nee, ich habe aber kein Geld bekommen. Doch. Verkauf an Versandkiste. Ich habe aber hier unten kein Geld reinbekommen. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay. Es hat sich nur nicht... Oh, ich dachte schon, es hat sich nur nicht aktualisiert. Was ist denn hier wieder? Ashura! Die hat da... Ja, 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 ich weiß es doch. Ach so, wir müssen das wieder als gelesen machen. Ach nee, hat er so auch als gelesen gemacht, okay. Irgendwas wollte ich gerade noch los... Ach so, genau, das war's. Das wollte ich da reintun, so. So. Dann gehen wir jetzt mal wieder in die Stadt. Schauen wir doch mal. Oh, jetzt ist der am Schlafen. Ist nicht euer Ernst. Bis wann ist der denn am Schlafen? Ach, Leute. Immer die, die man braucht, sind am Pennen. Ganz ehrlich. Ich laufe aber... Hallo, es ist 6:30 am Morgen, ja? Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Da wird der ja wohl noch um 6:30 aufstehen können. Mann, 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 Mann. Die haben eine Arbeitsmoral hier. Er ist aber immer noch am Schlafen.
Ich brauche aber auf jeden Fall von ihm dieses doofe Rezept. Alles andere ist Mist. Oh, Moment. Ach ja, das muss ich ja auch noch machen. Auni, das war der mit den Käfern und so. Wer war das denn mit der... Oder hatte er das auch mit der Tasche? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Steht der nicht hier? Doch, da hinten steht er. Howdy. Howdy. Was brauchst du denn? Ich habe versucht, eine Blattgrille zu fangen. Aber sie hüpfen ständig davon. Armer kleiner Auni. Auni, nicht Audi, genau. sag Cassia nichts davon, aber ich lasse ihn beim Kartenspielen gerne mal gewinnen. Er ist so oft von Reth geschlagen worden, dass ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun, um ihn aufzumuntern. Okay, was hat er jetzt gesagt? Eine Blattgrille? Ach, kann ich nicht mehr rein. Ach, Mann, ich drücke hier immer. Gotta grab a snack. So. Ich meine aber, dass das hier auch irgendwo drauf stand. Beziehungen. Auni. Da. Gemeine Feldgrille. Okay, gemeine Feldgrille. Gut, solange der noch am Schlafen ist, falls er noch am Schlafen ist, ich weiß, ja. Doch, er ist noch am Schlafen. Suchen wir uns mal einen Platz, wo wir eventuell eine gemeine Feldgrille holen können. Von hier hinten kam der, glaube ich, immer, ne? Ist das die hier? Eine gemeine Feldgrille. Ich bin so gut. Aber ich glaube, das mit den Insektenfangen ist gar nicht so schlecht. Also, gar nicht so schwer, finde ich. Wenn die wirklich dann stehen bleiben, dass man sie einsammeln kann. Es kann natürlich sein, dass es welche gibt, die schwieriger zu fangen sind. Das weiß ich jetzt nicht. Hi, hi, hi. Aha. So, du möchtest eine Feldgrille. Bitteschön. Ich versuche schon den ganzen Tag, so einen kleinen Kerl zu fangen. Woher hast du das gewusst? Du hast es mir vor noch nicht mal einer Minute gesagt, aber sagen wir nichts. Sagen wir nichts. So, der eine schläft immer noch. Sag mal, was ist mit dem los hier? Der eine möchte einen Fisch haben. Jetzt bin ich gerade am gucken. Moment. Geradeaus und rechts. Da sind die anderen. Die mir gerade gar nicht angezeigt werden. Wieso werden die mir nicht angezeigt? Weil die hier vor mir weglaufen. Sauerei. Was möchte sie ihn haben? This better be important. Die will gar nichts haben. Dieses Dorf wird praktisch... ein weiterer Mensch. Dieses Dorf wird praktisch überrannt. Du willst doch sicher mit mir über die Beschaffung einer Baugenehmigung reden. Oh. Tja, jeder will irgendetwas. Ich will die Kronjuwelen von Aquindo besitzen, aber du siehst mich nicht in einer Tiara herumstolzieren. Wenn dir jemand dein Händchen halten soll, dann sprich mit meinem begriffsstutzigen Ehemann. Bitte störe mich nur, wenn es wichtige Angelegenheiten zu besprechen gibt. Ich könnte wirklich etwas Leder gebrauchen. Ich auch. Um ein neues, maßgefertigtes Paar Reiterstiefel herzustellen. Leider graut es mir davor, mit Hassan Geschäfte zu machen. Könntest du mir vielleicht etwas Qualitätsleder besorgen? Heute gibt es so viel zu erledigen und nur so wenig Zeit dafür. Delilah ist mit den Steuerzahlungen für den Bauernhof wieder in Vollzug. Hassian will die Sernuk-Jagdsaison verlängern. Und ich stecke bis zum Hals im Papierkram. So, sie will Qualitätsleder, ne? Qualitätsleder. Wem muss ich reden? Mit Hassian, hat sie gesagt? Wo ist der denn? Ich weiß doch gar nicht mehr, wie der aussieht. Ah, da ist er. Okay. Moment, da in die Richtung. Ach so.
Nee, so ein Ding ist es nicht. Das sieht schöner aus, das, was ich bei mir bauen will, glaube ich. Okay. Das ist aber ganz schön weit weg. Ich meine aber, ich konnte ihn ansprechen, um bei ihm was zu kaufen, oder? Die Frage ist jetzt natürlich, wir haben jetzt nicht so viel Geld. Der rennt jetzt nicht ernsthaft vor mir weg, weil er da hinten hin will. Bleib stehen! Wehe, du gehst da durch das Ding durch. Ach nee, der kommt auf mich zu. Okay. Here, so I may as well help. Was willst du? Wenn du mir unbedingt etwas schenken willst, wie wäre es dann mit etwas Feuerstein? Mist, den habe ich... Ah! Damit sollte ich mehr Pfeile herstellen können. Was mir Spaß macht? Ich bin gerne mit meinen Gedanken allein. Ich bin mir selbst meine liebste Gesellschaft. Vielleicht solltest du lernen, dich alleine wohler zu fühlen. Wieso kann ich nicht diesen Store benutzen? Try not to cause any trouble. Ich kann nur chatten. Ich kann nicht... Ich brauche aber Leder. Gut, er braucht Feuersteine. Die müsste ich doch auch kriegen, wenn ich hier irgendwo was finde, was ich abernten kann. Hiermit müsste ich doch auch welche bekommen, oder? Mit dem Kupfer? Nein, da habe ich jetzt natürlich keine drin. Kann ich das hier abernten? Ja. Dann müsste da doch theoretisch zumindest welches drin sein. Feuerstein, perfekt. Wo ist der jetzt hingelaufen? Er wurde aufgehalten, perfekt. Vielen Dank, Zaria 7, dass du ihn aufgehalten hast. I don't have time for this. Doch, doch, du hast Zeit dafür. Ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Wo sind die Feuersteine? Ich will eigentlich nicht alle geben, ne? Nur mal so. Erstaunlich nützlich. Ich schätze den Gedanken. I suppose we'll cross paths sooner or later. Och, ich habe auch nur eingegeben. Sehr schön. Okay, was brauchen wir noch? Zwei Geschenke müssen wir noch verteilen. Und ich möchte endlich mal mit dem einen reden. Ja, er ist wach, er ist wach. Schnell zurück. Ich brauche endlich die Axt. Die Axt, die Axt, die Axt. Also nicht die Axt, sondern die Verbesserung der Axt. Das war dahinter, meine ich doch. Kam mir direkt schon so weit weg vor. So, hier drin müsste das sein. Nee. Sieht mir noch Schmied aus. Hier drin war es. Wo bist du? Nein, wo ist er? Der ist oben. Versteck dich doch nicht vor mir. Ich finde dich trotzdem. Da ist er. How can I help? Ha! So, ich habe dich gefunden. Brauchst nicht abzuhauen. In den Store wollte ich eigentlich, genau. Erstmal überlegen. So, dann nehmen wir jetzt erstmal die verbesserte Axt. Da wollte ich schon die ganze Zeit, beziehungsweise da habe ich schon die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Können wir hier auch was verkaufen? Wahrscheinlich, das ist Silber. Oho. Kann auch nicht verkauft werden. Nee, dann kann hier wahrscheinlich wieder mal nichts verkauft werden. Okay, Anleitung. Kernholzbrett. Würde dann 500 kosten. Voraussetzungen sind auf jeden Fall erfüllt. Was sind denn das hier für Voraussetzungen? Kostet 1000, ist schon klar, aber... Achso, hier. Auf Stufe 5. Ah, okay. Ja gut, eine Herausforderung war ja, alles auf Stufe 5 zu bringen. Moment, alles auf Stufe 5 zu bringen. Erfolge, kann ich das hier sehen? Ich will nicht irgendwelche Sachen haben. Ich will wissen, wo ich das sehen kann.
Weil ich kann es eigentlich nur dann sehen, wenn ich es auch wirklich gerade mache, oder? Aber es muss doch eine Übersicht geben, wo das auch drin steht. Ah, das mit der Mine, das ist auch... Oh, Moment, er hat noch irgendwas Wichtiges für mich zu sagen, oder was? Bleib mal stehen. How's your day going? Es ist nicht einfach, auf eine Art und Weise zu sammeln, die das Land, auf dem man lebt, schont. Vielleicht habe ich hier ein Rezept, das es dir leichter machen kann. Toll. Er will was verkaufen. Wieso steht da denn, dass er wichtige Sachen mit mir besprechen will? Ehrlich gesagt, ich angle, um mich zu entspannen. Um die Fische geht es mir dabei in erster Linie gar nicht. Nee, mir geht es auch in erster Linie ums Geld, was ich mit den Fischen mache. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wann ich das letzte Mal etwas gefangen habe. Fair travels. Gut, ohne was zu fangen, ist die ganze Sache natürlich nicht so schön. So, wo habe ich denn überhaupt die Spitzhacke bekommen? Hodari war die Sache mit der Steinschmelze. Eine Sache muss ich aber noch verschenken. Moment, hä? Fange einen Fisch. Zu einer muss ich zurück. Och, Moment, wo ist der denn jetzt? Der ist hier oben, ne? Hekler? Nee, Gina, ach so, das war der hier unten. Ah, okay, okay, okay. Dann gehen wir dahin nochmal zurück. Aber ich dachte, ich muss ja nicht nur einen Fisch fangen. Der hatte doch gesagt, der wollte ihn speziell... Ah, nee, das war, glaube ich, das Geschenk, was er haben wollte, ne? Ja, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Oder wie war das? Gehen wir mal eben schnell wieder hin. Naja, schnell ist relativ. Wir haben zwar eine Sprinttaste, aber so schnell sind wir damit auch nicht. Da steht er. Hallöchen. I feel much oneness today. Du bist sicher an den Bootsstegen vorbeigekommen. Das sind fantastische Neuigkeiten. Ist dir eigentlich klar, dass der Austausch von Waren stets mit Vorsatz zwischen zwei Parteien abläuft? Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass wir jetzt einen Laden für Anleitungen haben, in dem wir so einen Austausch abwickeln können. Und irgendwas mit Bitte genieße, aber mehr durfte ich dann nicht mehr sehen. Was ist denn das hier? Schwacher Angelrouten-Haltbarkeitsbooster. Hä? Erhöht die Haltbarkeit der Angelroute leicht, wenn ausgerüstet. Welche Haltbarkeit? Die gehen doch gar nicht kaputt, oder? Hä? Moment, was brauche ich dafür? Ach ja, ich muss ja auch noch Leder und so holen, ne? Aber wo kriege ich jetzt das Leder her? Ich habe einen Fisch gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du konntest die gleiche Freude erleben, die ich bei solchen Ereignissen empfinde. Meine Zeit bei den Menschen hat mich jedoch gelehrt, dass lebende Fische für eure Art nur von begrenztem Nutzen sind. Vielleicht ist dies eine angemessenere Belohnung für ihre Bemühungen. Ich hoffe, sie setzen diese wunderbare Tätigkeit auch in Zukunft fort. Wenn ich in der Zwischenzeit etwas finde, von dem ich glaube, dass es für dich von Interesse ist, werde ich es dir per Post zukommen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, was der haben wollte. Da musste ich nochmal nachgucken. Es gibt viele Möglichkeiten, Insektenköder zu finden. Du kannst sie im Laden kaufen, im Wald finden oder sogar deine eigene Wurmzucht aufbauen. Wurm! Genau, man kann auch die Würmer züchten. Ich empfehle dir Letzteres, da Würmer nicht nur großartige Köder abgeben, sondern auch andere nützliche Verwendungszwecke haben. Du kannst sie als Haustiere halten oder als Kopfbedeckung oder gar als Schmuck tragen. Jedenfalls tue ich das. Warum wundert mich das jetzt nicht? Warum? Hallöchen? Das ist kein Kuss von mir, wenn es jetzt darum geht. So, Beziehungen. Da gucken wir nochmal kurz.
Einer, war das der, ne? Der wollte eine Kiemflosse. Lass mich raten, das sind jetzt genau die gewesen, die ich jetzt verkauft habe. Nee, er wollte eine Kiemflosse oder eine perfekte Kiemflosse? Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich probiere es mal aus, dass ich mal eine Kiemflosse angel. Vielleicht gibt es ja auch gar keine perfekten. Aber ich meine, er hat irgendwas von einer perfekten eben gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Na, mein Fisch? Was zur Hölle ist das? Das ist aber kein Fisch. Ich habe ein Steuerrad. Ach du Schande. Ich habe ein Steuerrad bekommen. Auch nicht schlecht. Ja. Da ist auf jeden Fall irgendwas Lebendiges dran. Zumindest sieht das so aus. Ein kleiner Fisch könnte ein Kiemfisch sein. Kiemflosse. Okay, nicht Kiemfisch. Okay, dann probieren wir das jetzt mal. Chat F. Ich stelle gerne Schmuck aus Angelzubehör her. Mir gefällt die Ästhetik. Aber manchmal frage ich mich, ob nur mir das so geht. Was denkst du über meine Schmuckstücke? Hm, sie sind seltsam, aber ich sag mal, ich finde sie charmant. Das freut mich. Ich werde mir merken, dass du meinen Schmuck charmant findest. Ja, genau. Und du kriegst von mir noch eine Kiemflosse. Was für ein entzückendes kleines Geschöpf. Ich denke, ich werde ihn Kiem nennen. Gut. Bye. Is that not how you Nein! Conversations? Wieso fehlt mir immer noch? Hä? Oder hatte ich eben drei? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt nur noch eins gebraucht. Aber wenn ich jetzt eben drei von fünf hatte, dann ist es natürlich klar. Habe ich denn irgendwo... Moment, bei ihm haben wir schon. Nee, hä? Der hat sich doch dafür... Ach nee, dann ist ein Tag vergangen. Ja, stimmt. Stimmt, Moment. Vielleicht können wir das nochmal machen. Wo ist er denn jetzt? Repairstation? Ach, da oben. Was macht der da oben? Ich kann doch nicht einfach so abhauen hier. Eieieiei. Ist das kompliziert, wenn man die ganzen Quests hier abarbeiten will? Ich würde ja auch gerne mit der Hauptstory weitermachen, nur ich brauche immer noch Leder. Damit fängt es ja dann schon mal an. Moment, mussten wir nicht? Beziehungsweise sollten wir nicht hier auch mal vorbeikommen, hat er gesagt. Hallöchen. Good company is always welcome. Du möchtest wohl deinen Kleiderschrank etwas auffrischen, hm? Ich frage mal eben, was er haben möchte. Kenyatta kam neulich in den Laden und trug ein ganz faszinierendes Schmuckstück. Mhm. Sie behauptet, es wäre aus den Zähnen des Barracudas bestehen. So einen würde ich auch gerne mal sehen. Ein Barracuda. Okay, oder so ein Zahn will er mal sehen. Du wirst feststellen, dass die Mode hier täglich wechselt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich verlangt es nach Abwechslung. Für mich stellt jeder Tag eine weitere Chance dar, eine neue Person zu sein. Oh, you're still here. Okay. Ja, er hatte jetzt nur gesagt, ich laufe hier die ganze Zeit mit der Angelrute rum. Er hatte mir ja nur gesagt, ich sollte ihn besuchen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, machen wir. Was ist er denn jetzt? Hat er. Habe ich gedacht, machen wir, aber so richtig was gebracht hat es jetzt nicht. Hallo, ich will mit dir reden. Need anything? Nutze den Tag. Hä? Ach so, weil die Woche noch nicht rum ist, kann ich mit ihm nicht mehr sprechen. Hm. Das ist ja doof.
Mit ihr habe ich schon versucht zu sprechen, da kam mir auch nichts bei rum. Oh, Leute, ist das denn wirklich so schwer, ein blödes Geschenk hier zu verteilen? Was ist, ach so, was ist denn mit ihr, genau? Sie ist doch sicher da, wo sie immer ist, oder? Nein, natürlich ist sie genau jetzt nicht da. Wollt ihr mich hier eigentlich alle veräppeln? Oh, wo ist sie denn jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, Questziel. Kann ich ja nichts machen, wenn ich nichts hab. Nayo? Kann das sein, dass wir uns bei denen noch nicht vorgestellt haben oder so? Moment, ich markiere hier mal eine von. Die ist jetzt... Ist aber doch hier durch, ne? Kann natürlich sein, weil wir haben uns, denke ich mal, noch nicht bei allen vorgestellt. Nee, hier war ich... Oh, hier war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Knowledge is for those who seek it. Noch ein Neuankömmling, hm? Hm. Du magst vielleicht denken, dass dieses Gebäude freundlich und einladend aussieht. Vielleicht hast du dir sogar überlegt, ein oder zwei Bücher auszuleihen. Falsch! Die Aufgabe eines palanischen Bibliothekars ist es nicht, Bücher einfach so auszuleihen. Nein, sie muss das Wissen in diesen heiligen Folianten ebenfalls beschützen. Ich weiß nicht, wie sie die Dinge dort handhaben, wo du herkommst, aber wir Palianer glauben, dass Wissen in den falschen Händen katastrophal sein kann. Du kannst gern die Bücher durchstöbern, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, aber du wirst kein zusätzliches Körnchen Wissen erlangen, bis ich dich auf Herz und Nieren geprüft habe. Und jetzt ab mit dir. Ich habe viel zu tun. Zu viel, um dir hier das Händchen zu halten. Hm. Wieso kann ich da nicht nachfragen? Ich rede mal mit ihr. Wenn du glaubst, dass du hier mit etwas Hinterhältigen durchkommst, dann irrst du dich. Sei dir bewusst, dass ich eine von höchster Stelle anerkannte Gelehrte bin, die ihr Leben den Bibliothekarswissenschaften verschrieben hat. Denke gar nicht daran, ein Buch ins freie Regal zurückzulegen. Ins falsche Regal zurückzulegen. Ich bekomme das mit. A curious mind can be wonderful or terrible. Ja, dann kriegst du halt eben keinen, ach, wir müssen hier mal... Ich muss mal was anderes nehmen, was nicht so groß ist hier. Ah, kriegst halt kein Geschenk von mir, das wollte ich sagen. Aber machen können wir hier auch nichts, ne? Das finde ich überhaupt sehr schade, dass man hier so nicht wirklich was machen kann. Also, dann ist das tatsächlich so. Dann müssen wir uns bei den Leuten noch vorstellen, die wir noch nicht gefunden haben. Also, die wir jetzt hier nicht sehen können, meine ich. Das ist im nächsten Haus. Ein Zwiebelhaus oder was ist das hier? Ach, er ist das. Wie kann ich denn mit dir reden? So. Working hard or hardly working. Willkommen in meinem Gemischtwarenladen, Menschi. Ah. Wenn du etwas kaufen willst, wir haben Gemüse, Saatgut, Dünger. Wir haben da drüben diesen spitzen Rock, der aussieht wie eine Hake. Wie gesagt, 4 Stunden Schlaf. Seht es mir bitte nach. Wir haben da vorne einen spitzen Stock, der aussieht wie eine Hake. Alles Mögliche, was du für die Hofarbeit brauchst. Haben Sie Tipps, wie ich Geld verdienen könnte? Ganz wichtig, ja. Ich nehme an, Sie haben eine Versandtonne auf Ihrem Grundstück. Sie können mit so ziemlich allem, was Sie dort hineinlegen, Geld verdienen. Käfer, Pilze, Gemüse, alles, was du willst. Ich habe gehört, dass einige Menschen sogar ein Vermögen mit selbst angebauten Lebensmitteln gemacht haben. Ich glaube aber nicht mit den Karotten, die ich da machen kann. Wenn du diesen Weg gehen willst, würde ich dir vorschlagen, ein paar Samen von mir zu kaufen. Oh, und wenn du in der Stadt unterwegs bist, könntest du versuchen, Sachen an einen der anderen Ladenbesitzer in der Stadt zu verkaufen. Mich eingeschlossen. Ja, habe ich schon mal öfter versucht. Das kann man vergessen. Das war nicht sehr hilfreich, genau. Aber ich sag mal, danke für den Ratschlag. Klar doch, Kumpel. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen mich um finanzielle Ratschläge bitten, sollte ich euch für meine Dienste Geld in Rechnung stellen. Ich wette, ich würde in kürzester Zeit in Münzen schwimmen. Ich drück dir die Daumen. Wenn du frische Köder brauchst, findest du sie dort drüben. Das scheint wirklich so ein Gemischtwarenladen zu sein.
Auni hat diese ganzen Würmer für mich ausgegraben. Hat mich nur ein paar mickrige Süßigkeiten gekostet. Es ist erstaunlich, wie wenig Kinder bereit sind, dafür zu arbeiten. Wie wenig Kinder bereit sind, dafür zu arbeiten. Egal. Es ist eine Überraschung, dass sie uns hart arbeitenden Erwachsenen nicht alle den Job gekostet haben. Kann ich ihr auch wieder nicht fragen? Wieso kann ich das nicht fragen? Oder ist das nur, weil ich jetzt gerade das erste Mal mit ihm spreche? Wenn ich ihn jetzt nochmal anspreche. Feinste Waren? Okay, wenn ich ihn nochmal anspreche, dann findet man nicht allzu viel. 500 brauche ich für den Rucksack. So viel habe ich. Warum kann ich hier eigentlich nirgendwo sehen, wie viel Geld ich habe? Ich muss immer hier rein. Was ist eigentlich mit dem Steuerrad? Das ist Abfall und gibt nur 2 Gold. Wollt ihr mich denn veräppeln? Das Ding ist doch sicher wertvoll. Irgendwie, was ist denn, wenn ich so eine Galionsfigur da raushole oder sowas? Dann kriege ich da 5 Gold für, oder? Mann. Das ist ja Gemeinheit hier. Okay, also hier kann man nur den Rucksack kaufen. Glückskiste? Braucht man eine Glücksmünze für, okay. Na gut. Dann würde ich allerdings schon fast sagen, weil wir schon wieder mit der Zeit her so voll sind, dass ich das heute nicht mehr schaffen werde, die ganzen Geschenke zu verteilen. Ich werde mal schauen. Oh Gott, Angeln habe ich auch. Er ist auf Level... Oh, auf Level 2. Aber was ich nicht ganz verstehe... Beweise deine Zielstrebigkeit. Check out the inventory tab on the P-Menü. P. Nö, da komme ich hier rein. Hä? Wieso komme ich mit P wieder hier rein? Ich drücke, keine Ahnung, 3-mal P und 3-mal komme ich woanders rein. Aber was ich jetzt gerade gesehen habe, hier unten sehe ich die Fertigkeitsstufen. Haha, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt aber, wenn da steht 4 von 5, dass es nur ums Holzfällen geht, oder? Steht jetzt hier nicht drin. Zumindest sehe ich das jetzt so auf Anhieb nicht. Ach so, in any skill heißt nicht in jeden, sondern in einem beliebigen vermutlich. Ah, okay. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, dass ich... Habe ich jetzt die Axt geholt? Ach so, die muss ich aber auch noch machen, ne? Ah, das ist ja doof. Ich schaue mal, ob ich hier eventuell offline noch ein paar Bäume machen kann, dass ich noch ein Level höher komme. Wenn nicht, dann werde ich mit euch in der nächsten Folge die verbesserte Axt herstellen und werde dann mal ein paar von den Bäumen fällen, die bei mir auf dem Grundstück noch stehen. Aber bis dahin sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.